Liebe Zuschauer, wir, das Team von BibelTV, sind seit einigen Stunden in einem Haus im südlichen Schwarzwald. Und wir haben hier Erstaunliches erlebt. Und ich bin ganz sicher, Sie werden mit uns staunen. Zu staunen gibt es bei Diplom-Ingenieur Manfred Zipperer allerhand. Die Produkte, die aus seinen Ideen entstanden sind, stehen in Laboren auf der ganzen Welt. Bei ihm steht die Idee im Fokus. Es ist bestehende Idee, eine neue Idee, alles skizzenhaft. Und dann, wenn eine Idee ein Stück weit weiter ist, dann wird es einmal gezeichnet. Ich sitze entweder allein am Tisch oder ich sitze mit meinen Jungs zusammen in einer Besprechung. Und dann diskutieren wir das Problem. Obwohl er zahlreiche Patente entwickelt und Geräte und Verfahren erfunden hat, sieht er sich selbst kaum als Tüftler oder gar Erfinder. Manfred Zipperer ist ein Problemlöser. Ein Schwabe im Badischen, das war früher erstaunlich, heute gar nicht mehr. Ne? Früher war es ein Zugreister. Früher war es ein Zugreister, ja. Jetzt sind wir praktisch eingemeindet. Innerhalb von Baden-Württemberg ist doch sehr vieles etwas einfacher geworden. Früher, als man über den Schwarzwald rüberkam, da kam man ins befeindete oder verfeindete Baden. Heute ist das alles nicht mehr so. Man redet auch fast gleich. Also nur die ganzen Südbadener, die haben noch ihre Sie und Sie. Aber sonst redet man heute schon. Sonst redet man gleich. Und es ist, glaube ich, auch so mit den Konfessionen. Man ist sehr viel näher sich gekommen, den Christen. Ne? Den Eindruck habe ich auch. Ich kann es nicht so sehr für die Katholischen sagen, obwohl ich dort auch gemerkt habe, dass der finstere Schwarzwald sich etwas aufgehellt hat. Aber bei den Evangelischen ist es wirklich so, die sind auch sehr viel näher gerückt. Also die Badische Landeskirche und die Württembergische Landeskirche haben heute sehr viel mehr Gemeinsamkeiten wie früher. Herr Zipperer, wenn Deutschland eine, ich sage mal, reiche Wirtschaftsnation ist, dann hat das was zu tun mit dem Fleiß der deutschen Bürgerinnen und Bürger, hat aber auch was zu tun mit dem Erfindungsreichtum Einzelner in unserem Land. Und ich glaube, Sie sind ein solcher Erfinder. Es kommen ja viele, Tüftler nennt man sie auch, aus dem Schwäbischen oder gerade aus Süddeutschland. Aber Sie sind ja nicht nur, Tüftler ist viel zu wenig, Sie sind ein Erfinder. Ganz kurz, bevor wir dann auf Ihr Leben kommen, was haben Sie so erfunden? Was sind so Ihre Produkte? Es sind ganz vielfältig. Manchmal sind es nur recht einfache Weiterentwicklungen von Dingen, die jemand schon angepackt hatte, aber nicht richtig zu Ende gebracht hat. Oder wo jemand aufgehört hat zu denken, wie ich immer sage, das will ich nicht hochmütig meinen. Sondern es ist oft so, man entwickelt etwas und es geht und man findet sich damit ab. Jemand, der das nachher hinterfragt, fragt sich, warum hast du denn das so kompliziert gemacht oder warum kann man das nicht viel einfacher haben? Und dann kommen praktisch zusätzliche Gedanken hinzu. Erfindung will ich nicht immer sagen. Das entscheidet nachher das Patentamt, ob es eine Erfindung ist oder also ob sich es abhebt. Wie viele Patente haben Sie insgesamt? Kann man die noch zählen? Ich denke, wenn ich auch die, die inzwischen abgelaufen sind, dazu nehme, sind es vielleicht so etwas über 30. Ja. Und Ihre Erfindungen, Ihre Geräte, die Sie bauen, die werden in aller Welt vertrieben. Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie werden bald 75 Jahre alt, dass Sie demnächst nach Shanghai gehen, dann sind Sie weiter nach China, dann nach Melbourne auf eine Messe, von Melbourne nach Amsterdam. Und weltweit werden die Produkte von Manfred Zipperer gekauft. Ja, und das wundert mich manchmal. Aber die Leute finden das einfach zum Teil richtig gut und wollen diese Produkte vertreiben. So auch der neue Kanal nach Australien. Dort hatten wir einen Vertrieb, der war von Schott abgeleitet. Wir haben früher eine lange Zeit eine Zusammenarbeit mit Schott in Mainz gehabt. Ja. Und zwar mit der Geräteabteilung. Und das ist dann ein bisschen eingeschlafen. Leute sind einfach altershalber weggegangen, sowohl in Deutschland als auch in Australien. Und irgendwann ist das so ein bisschen ausgelaufen gewesen. Dann war ich auf einer Messe in Orlando, da kamen Australier auf mich zu, fanden die Produkte, die sie da sahen, sehr interessant und wollten die sofort den Vertrieb übernehmen. Dann habe ich gesagt, das müssten wir ein bisschen genauer besehen,
hatte mir versprochen, dass sein Chef dann auf die Analytica nach München kommt, welche 2 Monate später stattgefunden hat in diesem Jahr. Dort habe ich dann diesen netten Herrn getroffen und schließlich sind wir übereingekommen, dass er unser gesamtes Programm vertreiben will in Australien. Und jetzt haben die eine Messe im September, kennen meine Produkte nur von Prospekten, das halte ich für nicht zureichend, weswegen ich vorgeschlagen habe, ich komme dahin, mache vorher eine Schulung mit seinen Mitarbeitern, bin dann selber 1, 2, 3 Tage mit auf der Messe, um zu sehen, wie die Kontakte entstehen, was die Kunden anfragen, um dann weiterzugehen. Das sind zum Teil Laborgeräte, aber auch ganz andere. Wir werden nachher noch mal versuchen, ein bisschen vorzustellen. Ja. Aber zunächst einmal doch mal zu dem Leben dieses Manfred Zipperer. 1935 geboren in Althengstedt im Württembergischen und in Calw zur Schule gegangen. Hermann-Hesse-Gymnasium, klar, Hermann Hesse. Und dann haben Sie eine Lehre als Werkzeugmacher bei Bosch gemacht, ne? Ja. Und danach studiert. Ja, das war sehr spannend mit der Lehre. Wir waren die einzige Lehrlingstruppe, wo wirklich nur Leute mit Gymnasium zusammen waren. Also wir waren 3 Jahre älter als die normalen Lehrlinge damals. Und das war eine heiße Zeit. Weil haben Sie da schon entwickeln gelernt? Oder so? Wir haben dort erstmal die Ideen erfunden, wie wir unsere Meister austricksen konnten. Ja? Ja. Auch Erfindung. Eine Erfindung war die, unser Meister trank immer zum Frühstück aus einer frisch gebrachten Sprudelflasche. Ja. Und wir wollten ihn mal ärgern und haben dann mit einem Schleifer unten ein kleines Loch reingemacht in die volle Flasche. Und als er dann die Flasche öffnete, lief ihm natürlich der Saft über die Hose. Das war dann die Erfindung. Nicht zur Nachahmung. Sie haben dann eines der prägenden Erlebnisse in Ihrem Leben war schon während des Krieges, als 9-jähriger Junge, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Erzählen Sie mal, was war das? Der Vater war im Krieg und ich war der älteste Mann im Hause. Meine arme Mutter und 4 Kinder, der Jüngste war damals gerade 1 Jahr alt. Und uns mangelte es an allem, unter anderem an Weizen zum Mehlmahlen, aber auch, wir hatten kein Öl mehr. Und wir hatten also auf einem Feld Mohn angepflanzt, der wurde dann auch geerntet und die Tüte war auch da, da waren mehrere Kilo von dem Samen da drin, der sollte nun in die Ölmühle gebracht werden. In Althengstedt gab es sowas nicht. Die nächste war hinter Ostelsheim, Richtung Stuttgart. Also irgendjemand musste jetzt das Zeug dahin bringen und sehen, dass wir das Öl wieder herkriegen. Und da meine Mutter allein nicht gehen konnte, wir wären ja dann alleine gewesen, hat sie halt gemeint, ich könnte mit meinen Skiern da hingehen und könnte dafür sorgen, dass wir da diesen Mohn gemahlen kriegen. Ich war da gerade, ich denke, 9 Jahre alt. Und die Skier, die ich hatte, die muss man sich so vorstellen, das waren 2 Fasstauben, also Stücke von einem großen Fass, auf die man mit Riemen von der Kuh vorne eine Lasche und hinten eine Lasche rangemacht hatte und dann 2 Stöcke, Haselnussstöcke. War das eine eigene Entwicklung? Oder? Da war ich schon ein bisschen erfinderisch, wenn Sie das so wollen. Ja. Jedenfalls, ich musste ja sehen, wie ich zu meinen Skiern kam, mit denen bin ich dann losmarschiert. Der Schnee war so hoch, es ist ja kein Auto gefahren, das war der Krieg. Und als ich auf halber Strecke oder 3/4 schon auf dem Weg vor Ostelsheim war, griffen doch tatsächlich 2 feindliche Jagdflugzeuge mich an. Den 9-jährigen Jungen? Ja, ich konnte es nicht verstehen und ich hatte natürlich schon gelernt, wie man im Krieg sich versteckt. Ich bin dann hinter einen dicken Baum gegangen und die flogen 2, 3 Mal diese Strecke ab. Die haben eigentlich diesen Tunnel angegriffen. Die wollten dort Bomben reinschmeißen, damit die Strecke nicht mehr befahren werden konnte und haben gedacht, da will sich jetzt jemand gegen sie wenden bei ihrem Angriff. Und die Kugeln, die steckten dann ziemlich tief in diesem Baum da drin. Sie sind bewahrt. Ich bin vollkommen bewahrt geblieben, aber mir steckte das Herz nicht in der Hosentasche. Das war schon viel mehr, noch viel weiter unten. Also ich war schon am Verzweifeln. Ja. Ja. Aber Sie waren christlich erzogen, aber doch etwas indifferent, wenn ich Ja, sagen. Ziemlich indifferent, ja. Meine Mutter, die war eine je nach Kirchengängerinnen. Das macht man an Ostern und an Weihnachten und so. Und vielleicht noch an einem anderen wichtigen Tag, aber im Übrigen waren wir da sehr wenig beleckt. Und dann kommt das entscheidende Ereignis zur Konfirmation. Sie wollten sich nicht konfirmieren lassen. Aber nur mit dem einen Hintergrund, da gibt es Geschenke.
Da kriege ich ein paar Schuhe endlich mal und da kriege ich einen Anzug, ja, und ein weißes Hemd und das fände ich interessant. Und dann sollte ich noch eine Beleuchtung für mein selbst gebasteltes Fahrrad geschenkt bekommen von meinem Vater. Auf das habe ich mich sehr gefreut, so ein Dynamo mit einer Lampe. Ja. Das war für mich so das Motiv, okay, Konfirmation machen wir dann, nehmen wir so mit. Nicht? Und was passierte dann während der Konfirmation? Das war ein schreckliches Erlebnis. Wir haben eine Generalprobe gemacht, 2 Tage vor der Konfirmation mit dem Pfarrer. Und dazu sind wir eingeladen worden. Die ganze Truppe war noch vis-à-vis von der Kirche vor einem Kaufhaus da. Und wir waren 32, 33 Jungs und Mädels. Und da hat einer von uns, diesen Namen weiß ich heute noch genau, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, will ich aber nicht sagen. Der war ein sehr guter Werfer, hat immer Kieselsteine sehr weit geworfen und hat da seine Kunst vorgeführt und hat da Steine geworfen. Der zweite, dritte Stein, der sprang von einem Pflasterstein ab, der sprach in unsere Richtung, aber ein ganzes Stück an uns vorbei, damit wir alle sehen konnten, wie gut er wirft. Und dieser Stein, der sprang auf einen Pflasterstein auf und prallte ab. Und raten Sie mal, wohin? Hier, genau oberhalb von meiner Stirn, hat er eingeschlagen. Ich war erst mal bewusstlos. In ganz kurzer Zeit hatte ich da so ein Horn da drauf, das ist sehr stark angeschwollen. Und das hat wahnsinnig wehgetan. Und die Frage war, ob ich überhaupt, man muss es nähen, es wurde 2-3 Mal genäht, ob ich überhaupt die Konfirmation an der teilnehmen könnte. Was dann passiert ist, ist das Überraschende. Das war am Freitag, die Nacht vom Freitag auf Samstag, ist es in meinem Schlafzimmer so hell geworden, als wenn die Sonne durch das Dach durch hätte scheinen können. Wo das herkam, weiß ich nicht. Es war so. Und in mir schmolz der ganze Widerstand gegen diese Sache da mit der Konfirmation und mein Eigenwillen, der schmolz wie wenn Sie mit einem Schweißbrenner auf Schnee gehen und der wegschmilzt. Ich habe nur die Helligkeit, Wärme habe ich keine empfunden. Ich bin aufgewacht am anderen Morgen und mein Widerstand gegen alles das war so gebrochen, dass ich genau das Gegenteil empfand. Jetzt wollte ich konfirmiert werden. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte zuvor schon geübt vor dem Spiegel. Weil ich wusste in der Kirche, mein Vater saß immer in der ersten Reihe da oben, in der Empore, der würde runtergucken, was sein Filius da unten macht. Und da ich ja nicht mitsprechen wollte, diesen Satz, diesen Schlusssatz von der Konfirmation, der lautete, Herr Jesus, dir leb ich, dir leid ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesus, ewig selig. Also die Übergabe des Menschen Manfred Zipperer. Ich hatte keinerlei Absicht gehabt, diesen Satz mitzusprechen. Deswegen habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe versucht, wie ich den Mund runterhängen lassen könnte, so ein bisschen, dass das mein Vater da oben nicht entdecken würde, dass ich da nicht mitmache. Das war meine feste Absicht. Dann kam der Steinwurf. Und an dem Morgen zur Konfirmation habe ich solche Freudigkeit gespürt in mir selber, dass ich diesen Satz sprechen werde. Und jetzt kommt's. Mein Vater, der da oben saß, hat mich nachher gefragt, was hat dich denn bewogen, dass du den Satz so laut gesprochen hast, dass man dich aus den 32 anderen herausgehört hat? Das ist eine sehr seltsame Geschichte, aber so ist sie halt gewesen. Und dieser Konfirmationsspruch hat, haben Sie mir mal erzählt, Sie dann Ihr Leben lang geleitet? Dann gab mir der Pfarrer danach alle handgeschrieben für alle 32 Konfirmanden, so den Konfirmationsspruch. Und das ist mein Gesangbuch, ziemlich benutzt, wie man sieht. Und da ist es drauf. Ich kann es nachher noch mal in der Kopie etwas deutlicher geben. Von ihm handgeschrieben. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32. Und dann kommt noch ein Liedvers dazu, der wohl nur einen Teil drin geschrieben hat. Den kann ich jetzt nicht lesen. Ist in Altdeutsch. Wenn du mich führst, kann ich nicht gleiten. Dein Wort muss ewig feste stehen. Aus Lied 408, 2 aus diesem Gesangbuch. Aus diesem Gesangbuch. Ja. Und dieses Gesangbuch hatten Sie aber die letzten Jahre verlegt. Ne? Ich habe es mehrmals gefunden, da habe ich riesige Freude darüber. Ja. Und dann war es weg.
Jetzt haben Sie sich eingeladen, dass Sie hierher kommen. Und ich habe gedacht, das wäre ja vielleicht etwas, was ich ja mindestens mal erzählen könnte. Also wollte ich das auch dokumentieren. Dann habe ich dieses Gesangbuch gesucht. Und es war weg. In jedem Schrank, wo ich geschaut habe, hier oben, da drüben in meinem Büro. Ich habe unten noch ein Musikzimmer, das hätte auch dort sein können. Es war weg. Ja, dann habe ich ein schlichtes Gebet zu Gott gesprochen und habe gesagt, lieber Herr, wenn du nun willst, dass ich das sagen soll, dann lass mich doch bitte wieder dieses Gesangbuch finden. Ich habe es nicht gefunden, sondern meine Frau, gestern Abend. Am Abend vor diesem? Gestern Abend. Bevor wir kamen? Ja. Es ist toll. Ja, es ist wirklich toll. Wir müssen etwas voran, weil es gibt ja so viel zu erzählen über Sie und von dem, was Sie so gemacht haben. Sie haben dann studiert und während des Studiums haben Sie gedacht, ich will gar nicht heiraten, ich habe mein Leben Jesus übergeben und das ist mein Mittelpunkt. Das war ein Stück auch die Predigt, die man dort gehört hat. Also, dass der Herr bald kommt und dass das Heiraten nicht mehr so primär die Frage ist, sondern dass mich nach anderem orientiert. Und das hat sich in mir verfestigt und ich habe diesen Gedanken verjagt. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Für mich war klar, ich werde Ingenieur und dann will ich irgendwann mal heiraten. Ja? Aber wenn ich meine Andacht machte, wurde dies mehr und mehr zu meinem Problem. Dieser Gedanke kam immer wieder in meine Gegenwart und dann hatte ich keine Freudigkeit mehr zum Gebet. Das heißt, welcher Gedanke? Das allein bleiben zu wollen? Dass ich heiraten will und dass das einfach ein Widerspruch da war, den ich von außen gehört habe und der mir auch persönlich irgendwo mehr und mehr klar wurde, den ich aber nicht wahrhaben wollte. Ich habe mich dagegen gewehrt mit allem, was in meinen Kräften war. Und trotzdem war dann jemand stärker. Sie haben 1961 Ihre liebe Frau geheiratet und das war eine sehr glückliche Ehe, oder ist eine sehr glückliche? Es ist eine. Meine Frau ist da. Ich weiß. Und die 11 Kinder, die können Sie auch, die 11 Enkelkinder können Sie auch sehen. 11 Enkelkinder? Ja. Und wie viele Kinder, eigene Kinder? 4. 4. 2 Jungs, 2 Mädels, ja. Ihre Frau hat Sie dann bei der Arbeit, Sie waren erst bei IBM und waren anderswo, als Ingenieur waren Sie tätig. Und irgendwann, wie sind Sie denn hier ins Badische gekommen? Ich sollte von IBM aus nach Amerika gehen, weil ich war in einer Ausbildung drin für Führungskräfte. Wenn Sie das vielleicht wissen, einer meiner guten Freunde war Hans-Olaf Henkel, mit dem ich gemeinsam diese Ausbildung bei IBM gemacht habe, mit dem ich auch immer noch in Kontakt stehe. Jetzt ist es lockerer geworden, aber früher häufiger. Und ich sollte nach Amerika gehen, nach White Plains und sollte dort meine Karriere machen. Und da kam einfach ein Schreiben hier aus Staufen. Die hatten einen Betriebsberater aufgesucht, weil der Leiter der Firma hier in Staufen verstorben war. Ob ich nicht kommen möchte, ob ich mir das nicht ansehen möchte, das wäre doch vielleicht auch ein interessanter Karriereweg. Ich mache es kurz. Ich bin dort vorgestellt worden, die haben mich eingestellt und ich habe dort auch 6 Jahre gedient als Geschäftsführer. Was haben Sie in dieser Firma hergestellt? Ist die Firma hier in Staufen, die stellt Laborgeräte her und Industriemischmaschinen. Und waren das nicht auch, für den Schulunterricht? Nein, das war da nicht. Nein, von dieser Firma bin ich dann weggegangen und habe dann mit jemandem, der Geld hatte, das er anlegen wollte, eine Firma aufgemacht und dort haben wir diesen Overhead-Projektor unter anderem gemeint, den Sie meinen. Selber entwickelt und dann gebaut. Ja, ne? Das Verrückte ist ja, den Overhead-Projektoren gab es ja schon, wie Sand am Meer. Also ich kenne bestimmt 6 oder 7 Firmen, die hergestellt haben und in jeder Schule stand einer, aber diese Overhead-Projektoren hatten einen Mangel. Wenn die Schulklasse größer war, dann war die Tiefenschärfe nicht ausreichend. Also das Bild wurde, wenn man weiter hinten saß, unscharf. Die Kinder konnten das nicht mehr sauber lesen, wenn da eine Schrift drauf war oder eine Zeichnung. Ja, und das habe ich mir dann mal angesehen. Und dann war klar, man müsste, wenn man dieses Produkt besser machen wollte, einfach den Abstand zwischen der Linse und dem Licht vergrößern. Was völlig undenkbar ist, denn dann hätten Sie so einen Overhead-Projektor gehabt, der da steht und wäre unten zu bedienen gewesen. Völlig unmöglich. Ja, was macht man da?
Dann machen wir halt einen Spiegel dazwischen rein und legen die Lampe da hin und dann ist das Gerät weniger hoch als die anderen. War Ihre Idee. Und der Brennpunkt ist entsprechend groß. Wieder eine ganz einfache Idee, aber. Ja, ist einfach so. Man kann ja mal nachdenken, nicht? Ja, und es wurde was draus, ne? Ja, so etwa. Gut, Sie waren dann hier und haben aber nicht nur Geräte gebaut gezeichnet und technische Entwicklungen vorangetrieben, sondern haben nebenbei auch ganz aktiv Jugendarbeit gemacht, haben sogar eine Band gegründet, die hieß im Anklang an die Rolling Stones, Living Stones, ne? Ja, lebende Steine. Und was haben Sie da gemacht? Das ist über eine biblische Stelle. Ja. Und das war so, das waren junge Leute, die ich eigentlich noch, als ich in Althengstedt war, kennengelernt habe, im Kindergottesdienst. Kindergottesdienst. Ich habe dort Kindesgottesdienst gehalten und dann hat man mir die Raubautzen, die Älteren, hat man mir anvertraut, also die schon nicht mehr so ruhig sitzen bleiben wollten und der alle möglichen Unfug machten in der Kirche. Und es ist aufgefallen, dass ich mit denen scheinbar ganz gut umgehen kann. Diese Gruppe wuchs und wuchs und die haben sich dann auch, daraus haben sich auch die ersten Livingstoneler rekrutiert. Die haben dann gesehen, dass ich Orgel spiele, dass ich Gitarren spielen kann. Haben Sie Unterricht gehabt? Ich selbst. Ja, Orgelunterricht und Gitarre? Habe ich selbst gelernt. Alles selber beigebracht? Ja. Ja, ein bisschen Harmonium, ganz am Anfang, habe ich mal gemacht. Ja. Aber Gitarren spielen haben wir selbst beigebracht. Bass spielen sowieso ist ja nicht schwer, wenn man Gitarre kann. Und so. Ist nicht schwer, sagt er. Nein. Ja. Und dann habe ich ein bisschen umgestellt auf Akkordeon. Für die Skifreizeit im Winter war das sehr nett, so ein kleiner Student. Ganz aktive Musik erstmal. Ja, und diese Spaß Musik gemacht, aber war nur Musik? Oder immer geistliche Lieder. Nach dem Musikmachen ging es immer an die Lektüre der Bibel. Das habe ich den Jungs zugemutet. Die wollten mit mir natürlich Musik machen, die wollten Skifahren gehen, die wollten ans Meer gehen oder ans Wasser gehen. Und ich habe denen gesagt, das mache ich gerne, aber bei mir gibt es eine Freizeit, die besteht morgens aus einem Beginn mit Andacht und Gebet und abends mit einem schönen Abschluss, wo dann natürlich ziemlich laut wurde und so wie das eben ist bei jungen Leuten, auch sehr, sehr lustig. Ja. Das so. Und dann war immer. Dann haben Sie ganz viele Jugendgottesdienste, Jugendfreizeiten und all sowas gemacht. Ja. Ne? Ja. Auch Reisen mit Jugendlichen. Ja. Zweimal im Jahr. Eine Freizeit im Sommer, die ging meistens irgendwo ans Wasser oder in die Berge. Und eine Freizeit im Winter, das war immer Skifahren angezeigt. Ich kann ganz gut Skifahren und habe dann den Kerlen da das Skifahren beigebracht. Das hat ihnen Spaß gemacht. Musste schon keinen Skilehrer bezahlen. Ah ja. Und ich durfte kostenlos bei den Skilifts mitfahren. Von den Schwaben ist ja bekannt, dass sie auch gerne in die weite Welt reisen. Und sie waren in Argentinien, auf Haiti. Auch mit Jugendlichen oder waren das andere Reisen? Haben mich meistens irgendwelche Jugendliche mitbegleitet auf diesen Reisen. Also wie wir in Dings waren, in Gomera, das war eine richtige Freizeit. Ja. Das habe ich eine Freizeit ausgeschrieben für junge Leute, maximal 15 bis 20 junge Leute. Ich hatte dann besonders Angebot bekommen von einem Reisebüro und da sind wir nach Gomera gegangen. Das ist eine der kleinsten Inseln. Von den Kanaren. Von den Kanaren, ja. Und eine ganz interessante. Die hat nämlich schwarzen Sand. Ja. Nur das haben wir nicht gewusst. Wir haben alle unsere Zelte mitgenommen und haben uns gesagt, wir werden da dort irgendwo am Strand zelten. Das haben wir auch aufgebaut an dem Tag, als wir ankamen. Am nächsten Morgen, ich habe irgendwo noch gepufft von der Mühe, kam die rein und sagte, Manfred, das ist wahnsinnig. Hier draußen kann man nicht mehr gehen. Aber was ist denn los? Da ist doch Sand, da kann man doch gehen. Ich habe es dann ausprobiert. Nach 2 Stunden ist dieser schwarze Sand so heiß, dass die Füße verbrennen, wenn sie drauf gehen. Wir haben da eine Gehmethode entwickelt. Jeder Schritt immer so, sonst ging das nicht mehr. Ja, ja, ja. Und dann am Sambesi waren Sie. Oh. Und da musste mit einer Autopanne am Sambesi, ist auch sehr gemütlich. Ne? Ja. Was war denn da los? Einer dieser jungen Leute, der Bassspieler, der Günther Wittmeier, der hat sich dann mit Dienst in Übersee zusammengetan. Ja. Und ich habe das auch ein Stück weit begleitet, von Stuttgart aus. Und er hat dann in Sambia, und zwar in der Western-Provinz, in Mongu, hat er dann eine Schreinerwerkstatt, also Schreiner-Lehrlingswerkstatt aufgebaut. Ja. Die ganzen Jungs dort, die haben alle keine Zukunft. Und dann haben wir gedacht, den können wir ein bisschen, er hat Schreiner nebenher gelernt, er seinen Architekten gemacht hat.
Und dann hat er dort, also ich habe ihm da ein Stück weit geholfen, hat er dann eine Werkstatt aufgebaut. Da haben wir dann später zusammen mit der Kirche dort, mit der UCZ, United Church of Zambia, UCS, haben wir da dann dieses ganze Projekt vergrößert und haben dort also einen richtig schönen Erfolg gehabt. Diese jungen Leute haben 2-jährige Lehren gemacht, haben von uns ein Zertifikat bekommen. Das wurde danach über die Handelskammer abgesegnet und konnten damit dann Arbeit als ein gelernter Schreiner finden. Das war ganz, ganz schön. Ich habe viele junge Leute gesehen. Was war jetzt mit der Autopanne am Sambesi? Ja, das kommt dann gleich. Also. Bei der ersten oder bei der zweiten Reise dahin wollte nun Günter Wiedmeier uns auch einen Gefallen tun. Da sind wir über den Sambesi rüber in Richtung Angola und sind auf der anderen Seite so eine Piste runtergefahren. War das damals noch friedlich oder war das schon? Das war schon kritisch, aber wir haben eine Erlaubnis bekommen zu fahren, weil er war dann auch schon bekannt und die Arbeit, die wir machen, war auch bekannt. Die haben uns die Stempel gegeben. Und er hat schon gleich für seinen Pickup noch 2 Ersatzreifen mitgenommen für alle Fälle. Jedenfalls, als wir dann schon ein ganzes Stück auf dem Weg, auf der Straße, so eine Piste, also nur Stein und Sand fuhren, da ist dann ein Reifen nach dem anderen rausgegangen. Und irgendwann waren dann nur noch 3 Reifen ganz. Das war abends gegen 7 Uhr. Telefon und Handy und sowas gab es damals noch überhaupt nicht. Also müssen wir wohl übernachten. Wie und wo? Dann haben wir halt auf der Straße da Feuer gemacht und dann haben wir uns im Dreieck drumherum, wir waren 3 Leute, an das Feuer gelegt, wo er noch Holz eingesammelt und alle 10 Minuten bis eine halbe Stunde musste ich dich drehen. Auf der einen Seite bist du erfroren, auf der anderen Seite war es furchtbar heiß. Das Interessante waren diese schönen grünen und roten Augen, die uns da begleitet haben, die wir im Busch alle immer wieder gesehen haben. Das war richtig. Was war das? Also, weiß ich nicht, irgendwelche Viecher. Irgendwelche Tiere. Ja, klar. Ja. So Katzen und so, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Das sind aber nicht ganz ungefährliche Katzen. Ja, der Günther hat gesagt, wir müssen immer wieder kräftig Feuer anmachen, denn ans Feuer kommen sie nicht. Ja. War auch so, die sind ans Feuer nicht gekommen. Nur, ich glaube, ich habe noch nie so sehr auf den Beginn eines neuen Tages gebetet und gehofft wie in dem Tag. Das ging fast 12 Stunden. Das ist ja in Afrika dann die Winterzeit. Und als ich dann meinen Koffer über Nacht immer wieder ausgepackt habe, ich habe alles angezogen, was da drin war. Unterwäsche 5-mal, Pullover, Hemden, alles, was ich hatte oben drüben, immer noch gefroren. Als ich dann am anderen Morgen meinen Koffer wieder beladen wollte, bin ich oben auf den Pickup rauf. Da war etwa 5 cm Raureif auf dem Dach von dem Pickup gewesen. Ich habe ein Foto gemacht, wo ich das Datum reingeschrieben. Ich kann es also belegen, im Ernstfall, wenn das bezweifelt wird. Nein, das ist unglaublich. Ich habe also dann gewusst, warum wir so gefroren haben und warum ich so sehr mich sehnte, dass diese Nacht umgeht. Reisen, Jugendarbeit, aber auch noch richtige Gemeindearbeit haben die Sie neben Ihren anderen Arbeiten auch gemacht. Sie waren hier auch in Baden Lektor, Prädikant, ja. Oder? Ja. Haben Gottesdienste selber gemacht? Ja, am Anfang habe ich nur die Jugend betreut hier, in den Orten hier. Ja. Und daraus ist dann langsam mehr geworden. Ich bin dann, da gab es dann so einen Gottesdienst, der damals einfach so irgendwo angesagt war, einen Jugendbegegnungsgottesdienst, etwas, was es sonst gar nicht so gab, aber hier gab es das. Und über 250 Mal vielleicht, das ist nicht 300 Mal gewesen. Und ja, das war der andere Gottesdienst. Ging 1,5 Stunden. Die Jugend hat da... Überkonfessionell? Überkonfessionell. Wir waren auch in katholischen Kirchen, auch in Pfingstgemeinden gewesen. Und die Jugend ist da sehr gerne dazugekommen. Wir haben eine sehr gesegnete Zeit erlebt, ja. Und irgendwann haben Sie das aufgegeben. Warum? Eigentlich habe ich es aufgegeben, weil der Chor, der uns begleitet hat, also wir hatten junge Leute, die da gesungen haben, weil der sich ein Stück weit aufgelöst hat. Die wurden alle älter, haben geheiratet, haben Kinder gekriegt und es war schwer, die noch zusammenzuhalten. Eigentlich würde ich es nur immer gerne weitermachen. Es hat mir sehr gut gefallen. Weitermachen, nicht nachlassen, weiterdenken. So hält es Manfred Zipperer auch bei seinen Entwicklungen. In diesen 3 Schränken ist ein Teil unserer Entwicklungen dargestellt. 3 der Geräte sind auch unter Funktion zu sehen, die anderen sind jetzt nur so zu sehen. Vielleicht erkläre ich mal kurz, was wir da sehen. Das ist ein Magnetrührer mit Heizung. Das Wesentliche ist da nicht, dass man rühren und heizen kann, sondern dass die Temperatur, die dabei dann angewandt wird, sehr genau kontrolliert wird.
Hier gibt es dazu noch einen extra Temperaturfühler, der dann elektronisch angeschlossen wird. Und der ist so programmiert, dass er auf 0,0 5 Grad Celsius genau die Temperatur kontrolliert und einhält. Deswegen muss auch gerührt werden, denn eine Flüssigkeit, die steht, bekommt unterschiedliche Temperaturzonen. Eine ähnliche Geschichte ist hier. Hier wird nicht gerührt, es wird also kein Rührelement mehr verwendet, sondern diese Schale schüttelt oder bewegt sich selbst und macht dadurch eine Mischung. Das nennt man eine Taumelbewegung und das ist sehr interessant, wenn man eben chemische Flüssigkeiten, die nicht einheitlich sind, homogen erhalten möchte, ohne dass man sie zu sehr behandelt. Man kann hier aber auch zum Beispiel bei irgendwelchen Medien wie Fleisch, das man analysieren will, kann man einen Alkohol oder eine andere Lösung nehmen, den Brocken Fleisch reinlegen und die Flüssigkeit umspült dann das Fleisch und zieht dort irgendwelche messbaren Werte heraus, die vielleicht signifikant sind. Und dieses hier ist ein einfaches Gerät, ist ein Rollenmischer, den gibt es schon sehr lange bei uns. Die Rollen drehen sich, und zwar synchron, und gleichzeitig schwingen sie ihren Winkel. Dadurch erfolgt eine schöne, schonende Mischung. Wird sehr häufig angewandt bei Blutproben, Urin und Ähnlichem. Wo mehrmals Proben gezogen werden und die immer homogen bleiben sollen. Bleibt nämlich ein solches Reagenzglas senkrecht für eine gewisse Zeit stehen, dann sind die schweren Teile unten und die leichten Teile oben. Wenn ich jetzt mit einer Nadel reinsteche, hängt es davon ab, wie tief ich reingehe, welches Ergebnis ich dann ziehe. Indem das aber dauernd geschwenkt wird, ist es natürlich einheitlich gemischt und ich kann jede Probe rausziehen, sie ist homogen. So, wir haben ganz grob gesehen, was wir alles im Hause machen. Überall sind Ideen notwendig. Überall steht man immer wieder vor der Frage, wie löse ich das Problem? Wie komme ich mit jener Situation klar? Und meine vielleicht etwas einfach klingende Antwort ist, ich rede mit Gott im Gebet über meine Anliegen. Und immer wieder erfahre ich, dass er mir allein oder im Gespräch mit anderen oder auch in der Gemeinschaft mit meinen Mitarbeitern, dass er uns Gedanken gibt, wie wir weiterkommen und wie wir erfolgreich sein können. Und darüber bin ich sehr glücklich und Gott sehr dankbar. Wir haben eine ganze Menge gesehen von dem, was Sie so entwickelt haben. Ist das Genie des Manfred Zipperer? Wo kommen ihm die Ideen? Wie kommen sie ihm? Sind Sie stolz auf sich? Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir diese Frage stellen. Nein, ich bin sehr, sehr glücklich, aber nicht stolz. Ich muss einfach hier sagen, dass ich das ohne Gottes Hilfe nie geschafft hätte und dass die meisten dieser Gedanken mir morgens im Wachwerden, in dieser Phase, wo ich Gott Zeit gebe, zu mir zu reden, wo ich Kontakt mit ihm aufnehme, im Bett. Ich liege nicht vor dem Bett, ich liege im Bett, aber ich öffne mich ganz für Gott. Und Sie beten auch? Ja, leise. Und ich kann auch laut beten, wenn Sie das meinen, aber ich meine, in dem Fall bete ich leise und sage Gott meine Freude, meinen Dank, dass ich gesund bin, alles Schöne, was ich erlebe und bringe ihm dann die Fragen, die ich habe, Dinge, die ich nicht verstehen kann, ein Gesangbuch, das ich nicht mehr finde oder eine Lösung, eine Aufgabe, wo ich keine Lösung bis jetzt habe, auch ein menschliches Problem, wo ich nicht weiter weiß. Wenn man mit jungen Menschen arbeitet, gibt es sehr viele menschliche Probleme, die pubertieren, die streiten, die wollen von Gott geführt wissen, sich wissen und wissen nicht, wie das gehen soll. Da sind ganz, ganz viele Fragen von mir, die ich an Gott richte und wo ich von ihm um Hilfe, um Weisung, um Weisheit, um gute Gedanken bitte. Das, was da in diesem Psalmwort steht, ist mein Schlüssel. Und in dieser Stunde des Gebets oder auch der Meditation kommen Ihnen dann auch die Ideen, die ja im Grunde immer ganz einfache Ideen sind. Aber manchmal direkt da, manchmal irgendwann später. Ich bringe es aber immer in diesen Zusammenhang, dass es einfach Gottes Geist ist, der mich dann irgendwo da anregt zu irgendeiner Idee,
das kann in einem menschlichen Verhältnis sein, wo zwei zerworfen sind, wo ich dann einfach etwas sagen darf oder mit den beiden in ein Gespräch kommen kann und das löst sich auf. Oder das kann ganz vielfältig sein. Ich kann erleben, dass jemand versucht, mich zu betrügen und ich mir überlege, ob ich denn jetzt zur Polizei gehe und zum Rechtsanwalt gehe oder was ich da mache. Oder das kann was immer sein. Es kann auch sein, dass mal das Geld knapp ist, was eigentlich, zu Gottes Ehre muss ich das sagen, fast nie der Fall war. Aber oft erinnert mich dann Gott daran, dass ich eben auch sparsam umgehen kann mit dem Geld. Haben Sie denn auch mal Krisensituationen erlebt in Ihrem Leben? Ja, sicher. Ja, sicherlich, ja. Also meine erste Tätigkeit in Staufen, die hat am Schluss irgendwo problematisch geendet. Aber das will ich jetzt nicht hier weiter vertiefen. Und da ist dann die Frage, wie geht es denn jetzt weiter, nicht? Mein Weggang von IBM, der war so schön, dass die mich wieder haben wollten, als die gehört haben, hier gibt es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten. Olaf Henkel hat sich bei mir gemeldet und gesagt, komm doch zu uns. Also ja, da ist auch die Frage, ist das nun der Weg? Also gehe ich wieder zurück? Habe ich mich da verirrt? Oder wie soll es weitergehen? Diese Fragen lege ich einfach Gott hin und dann hilft mir einfach häufig entweder die Andacht, die ich an dem Tag dann lese, danach, oder Gott beweist sich in irgendeiner Weise an meinem Denken durch einen Gedanken, auf den ich nicht gekommen bin, hilfreich. Ich kann ihn leicht prüfen. Wenn er entlang der Bibel ist, nehme ich ihn an. Wenn er außerhalb der Bibel ist, muss ich ihn sehr genau prüfen. So ein bisschen. Also Sie sind trotz allen Erfolges, gerade wegen Ihres Glaubens, ein sehr bescheidener Mensch geblieben. Danke, das wäre ein schönes Zeugnis, wenn das einmal Gott zu mir sagen würde. Aber da muss ich jeden Tag dran arbeiten. Dieses Gottvertrauen, diese persönliche Haltung. Sie haben ja eine Firma mit 70 hochqualifizierten Menschen. Ja. Kommt das dort auch? Prägt das den Geist dieses Unternehmens? Ja. Aber je größer wir werden, desto schwieriger wird das. Also als wir klein waren, war das ganz klar, dass wir sogar Gemeinschaft mit den anderen Führungskräften gemeinsam darüber gebetet haben. Jetzt sind aber mehr und mehr auch andere Leute dazugekommen und wir können die nicht zwingen, dass sie uns da anschließen, sodass wir dann eben ohne den großen Kreis im kleinen Kreis. Aber die Mitarbeiter wissen von der Haltung des Chefs und wissen, was der Chef will. Versuchen Sie sich manchmal auszunutzen? Ja. Das ist wahr. Die prüfen mich auch manchmal. Ja? Und ich stelle mich auf die Probe, ja. Ja? Und manchmal kann ich auch mal böse werden. Und dann hält man mir das vor. Ich kann auch mal schreien, weil mich das einfach jetzt das zu viel ist. Nicht? Das ist so, ja. Ich bin Mensch und kann das nicht alles irgendwie da verglorifizieren. Trotzdem, wir haben vorhin mal ein Bild angeschaut von vielen Ihren Mitarbeitern. Viele sind ja seit Anfang an dabei oder sind von Ihnen praktisch eingeführt worden, weil es ja auch eine hochspezialisierte Tätigkeit ist. Ist so. Und sagt ja, dass das eine große Familie ist. Ne? Sonst wäre die Fluktuation viel größer. Ja. Ne? Es ist einfach, indem wir größer geworden sind, haben wir natürlich auch jungen Leuten in der Lehre oder im Studium einen Platz angeboten. Und die haben wir nicht jetzt danach ausgesucht, ob sie etwa zu unserer Glaubenshaltung passen, sondern einfach nach Qualifikation. Nicht? Und auch wenn man bestimmte Stellen besetzen muss, dann muss man eben sehen, dass man die Qualifikation bekommt. Und dann ist es so, dass da eben, und das ist auch gut so. Ich finde diese Gemeinschaften, wo Menschen total christlich sich zusammenleben, aber die Orientierung nach draußen eigentlich ein Stück weit verlieren. Auch die Tatsache, dass es ein Finanzamt gibt, dass es da eine Bank gibt mit Zahlungsbedingungen, Konditionen und so weiter und dass es da Streit gibt unter Umständen und so weiter, das gehört dazu für mich. Ja, klar. Und deswegen finde ich auch das ganz gut. Also ich habe dann manchmal auch meine liebe Not, wenn die dann einfach überhaupt nicht verstehen wollen, dass ich es doch eigentlich nur gut meine. Da muss ich mir auch überlegen, ob ich es nicht vielleicht falsch gesagt habe oder ob es doch nicht so ganz so gut war. Haben Sie sich auch schon mal bei Mitarbeitern entschuldigt? Ja, das gehört dazu. Das ist manchmal schwer. Dann, wenn du den Eindruck hast, der Mitarbeiter ist der Meinung, er hat allein Recht und alle anderen haben Unrecht. Denn das kommt ganz selten vor. Was viel öfters vorkommt, ist, dass er ein Stück weit Recht hat und ich auch ein Stück weit. Und dann müsste man aufeinander zugehen und beide müssten den Teil, wenn sie es denn erkennen, eben in Ordnung bringen oder gerade bügeln. Nicht?
Wir haben sehr viel jetzt über Sie gesprochen und ich möchte zum Abschluss doch auch noch kurz auf Ihre Frau kommen. Mhm. Was hat sie in Ihrem Leben bedeutet? Sehr viel. Die Tatsache, dass ich sie nicht gesucht habe, sondern dass ich wirklich erlebt habe, wie Gott sie überhaupt erst mal zu einem Christen werden geführt hat, ohne mein Zutun. Die Tatsache, dass ich mit ihr beten kann. Die Tatsache, dass ich mit ihr Andacht halten kann. Die Tatsache, dass ich weiß, auch wenn ich sie ein paar Tage, ein paar Wochen nicht sehe, dass wir uns völlig vertrauen können. Das ist unwahrscheinlich gut. Das ist für mich eine Wohltat für mich selber. Und vielleicht ist das auch das, was Lebensglück bringt, was Freude bringt, was irgendwie, nicht außen, aber so ganz tief in sich drin, ein Halt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Frau gefunden habe. Wenn Sie darauf ansprechen, wie wir sie gefunden haben, dann weiß ich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Das sollten Sie aber noch erzählen. Ich habe das Ihnen abgesehen, dass ich da, weil das ist schon sehr spannend, ja. Also da kam eine Phase in meinem Leben, die wohl Gott auch so geführt hat, wo ich mehr und mehr diesem Eindruck unterlag, ich sollte einfach von Heiraten Abstand nehmen. Das haben wir erzählt, ne? Ja. Gut, das ist ja prima. Und nachdem ich das wirklich so für mich eingenommen hatte und dafür dann auch innerlich Frieden fand, konnte ich auch dafür, für diesen anderen Weg, den mich Gott wohl jetzt führt, eben danken. Das war wunderbar. Und in diesen morgendlichen Andachten eines Tages kam mir der Gedanke, den ich sofort verworfen habe, ich sollte für ein Mädchen beten, die meine Frau werden würde. Den habe ich so radikal verworfen, weil er gar nicht mehr in diese Entscheidung passte. Ich war entschieden, ich gehe ledig durchs Leben. Und das kam jeden Tag. Und es wurde so schlimm, dass ich keine Andacht mehr halten wollte, dass mein Gebet überhaupt nicht mehr stattfand, weil ich also total im Widerstand zu diesem Eindruck da war. Und als ich mehr oder weniger fühlte, ich muss hier nachgeben, dann weiß ich noch, was ich gebetet habe. Das weiß ich noch heute. Lieber Gott, wenn du mich jetzt auch noch zum Idioten machen möchtest, dann bin ich auch damit einverstanden. Denn ich hatte eine klare Führung verstanden, dass ich nicht heiraten würde. Und wenn das jetzt von ihm sein sollte, dann habe ich das nicht mehr verstehen können. Und dann kam ganz prompt am nächsten Tag schon, und das ist immer diese morgendliche Geschichte, kommt immer hier, hat immer hier mit zu tun. Ja. Ich will dich unterweisen, ich will dir den Weg zeigen. Du solltest für diese Frau beten. Das heißt, was soll ich denn für sie beten, wenn ich sie gar nicht kenne? Ist die rund und dick? Ist die schlank? Ist die blond? Was hat die gelernt? Das ist doch gar nicht wichtig. Bete doch dafür, dass sie ein Kind Gottes wird. Ah, so ist das. Na gut, das ist ja dann ein Ziel. Das habe ich dann aufgegriffen. Habe ich jeden Tag praktiziert. Halbes Jahr lang. Ohne jedes Echo. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich war wieder im Frieden mit Gott. Und eines Morgens, als ich wieder für dieses Gebet sprechen wollte, da höre ich ganz deutlich, hör auf damit, danke dafür, die ist Kind Gottes, die ist mein Kind geworden. Na, jetzt bin ich ganz. Das kann doch nicht sein. Ich kann es dir gern. Wer soll das denn sein? Ja. Wie soll das denn passieren? Also, ja. Warum habe ich hier so ein Theater? Ich würde doch gerne diese Person dann auch kennenlernen, wirst du schon. Danke einfach nur dafür. Das habe ich dann gemacht. Und da war natürlich so, da stieg dann so ganz langsam der Spiegel an hier. Das ging Tage, das ging Wochen. Und eines Morgens wieder in dieser Zeit, und das ist immer diese Stelle, ich komme immer diese morgendliche Stelle und dieses Wort da. Du wirst, wenn du auf diese Konferenz gehst, das war eine Konferenz in Leonberg, dort wirst du sie sehen. Da habe ich in meinem Gebet vor lauter Verzweiflung gesagt, lieber Gott, wie soll denn das sein? Das sind 800 Leute und bestimmt 50 oder 80 junge Frauen im heiratsfähigen Alter. Wie soll ich das denn herausfinden? Du wirst schon sehen. Und dann bin ich also da dann am Donnerstag hingefahren mit meinem NSU Quick. Ich habe so ein Motorfahrrad da geleistet gehabt und es hat ein bisschen geregnet und ich habe mich dann, habe mein Motorrad da oben unter so einer Kastanie abgestellt. Ich kann das noch hinmalen, das Bild. Da höre ich diese Stimme wieder, wenn du dich jetzt umdrehst, dahin steht sie auf dem Platz. Und ich vor lauter Widerspruch, das kann nicht von Gott sein. Da stehen bestimmt 20 Mädels da hinten. Ja? Wie soll ich denn das rausfinden? Na, dreh dich doch mal um.
Ich habe die Hose ausgezogen, mein Fahrrad, Motorrad da. Und habe ich. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Da waren viele Kinder. 10, 15, weiß ich nicht mehr. Und eine junge Frau. Und meine Frau hat da zum ersten Mal mich kennengelernt. Die wusste ja nicht, wer ich bin, weil ich da um diese Kinder rumgelaufen bin und sie immer wieder angeguckt habe. Ich wollte ja wissen, was ist das denn für ein Wesen? Was verpasst mir denn da Gott oder was? Und haben Sie auch auf Sie einen Eindruck gemacht? Sie war sofort nervös. Wahrscheinlich, weil ich da so komisch drum rumgelaufen bin. Da habe ich das gesehen. Aber um es kurz zu machen, es war eine Konferenz von dieser Philadelphia da in Dings. Und ich habe dort Gitarre gespielt. Und weil ich gut Gitarre spielen konnte, durfte ich dann dem Chor da, die ganzen Gitarrenstimmen und so weiter, die haben da immer ziemlich lang gebraucht und hat es doch nicht richtig gestimmt. Und dann habe ich die eben gestimmt. Und dann habe ich festgestellt, die saß da oben mit dem Chor drin, diese Person. Ja? Okay, das wird eine Frau, das glaube ich nicht. Ich will dann erst mal wissen, wie die heißt und wo die herkommt. Ich habe die anderen alle gekannt von dem Chor, sie war die einzige Fremde in dem Chor. Dann will ich, und zwar ohne mein Zutun, will ich erfahren, wie die heißt und wo sie wohnt. Das werden Sie jetzt kaum glauben, aber das ist genau so gewesen. Die saß schräg vor mir, mit ihrer Mama wohl, ja, und die hat auf einmal fiel die Bibel runter. Die da mit sich genommen hat, die fiel runter und das können Sie noch gar nicht glauben. Und die Bibel fiel aufgeschlagen so vor mich hin. Da stand der Name drin. Da stand der Name und Adresse drin. Dann wurde es mir ganz heiß. Nee, das glaube ich nicht. Also das ist Hokuspokus, das gibt es nicht. Für einen Ingenieur, das kann es nicht bringen. Ja. Ja eben, ne? Das passt nicht zusammen. Ja. Und dann wurde ich also eigentlich sehr, sehr wenig nett gegen diese Führung von Gott. Ja, nee. Jetzt lasse ich es darauf ankommen. Also am Sonntag, wo da immer der Feiertag, der Festtag war, wo da oben, wenn du nicht eine halbe Stunde vorher dich hingesetzt hast, kein Platz mehr war. Ich habe im Gebet zu Gott gesagt, wenn das meine Frau werden sollte, dann verzeih mir dieses unverschämte Gebet. Dann muss da oben alles voll sein und neben ihr muss nur ein Platz frei sein, nämlich meiner. Und das war klar, das kann gar nicht. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, ich gehe aber nicht hoch, schon während sie sich der Saal füllt, sondern ich warte, ja, bis die das erste Lied singen. Und dann gehe ich hinten rein durch die Tücher durch und schleiche mich auf diesen Platz. Guck mal, ob da oben Platz ist. Ich komme da rein und dann war es mir klar. Es war proppevoll und was da passiert ist, weiß ich nicht. Und es war definitiv nirgendwo mehr da oben ein einziger Platz frei, nur noch genau neben der Person, die heute meine Frau ist. Ja, und es ist aber noch nicht fertig und jetzt wird es böse. Dann habe ich sie also angesprochen. Ich habe gesagt, können wir uns nachher mal unterhalten? Ich würde mich gerne mal mit dir ein bisschen unterhalten, würde mich gerne ein bisschen näher kennenlernen, so irgendwie sowas. Ja. Und dann sagt sie zu mir, ja, das ist alles schön und gut, aber sie hat sich vor einem Vierteljahr bekehrt in Norwegen. Dort war sie also in einer norwegischen Gemeinde und dort hat sie einen jungen Mann angesprochen, ob sie seine Frau werden möchte und dem hat sie das versprochen, dass sie seine Frau wird. So. Dann war ich also so ungefähr so klein wie eine Ameise da unten irgendwo, auf die man nur noch drauf treten darf. Und dann ist es erledigt. Und dann war mein Problem hier, dass da war's. Hast du mich irregeführt? Was soll das denn? Ja? Und also ich bin Gott, bei Gott halt auch der Ingenieur oder was weiß ich was, also der halt logisch vorgeht hier. So geht es doch klar. Nicht. Also das kann man doch mit mir nicht machen. Da war ich also in der totalen Verzweiflung einen Abend in der Versammlung dieser Philadelphia-Gemeinde in Leonberg, war 3-4 Wochen später, und ich wollte unbedingt nach Schweden gehen, um dort noch zu praktizieren. Das hat mir in den Kopf gesetzt, weil dort habe ich mehr verdienen können als Werkzeugmacher in Ferien, als Ferienjobler, als hier in Deutschland, also wollte ich. Und dann hat er da gepredigt, über was, das weiß ich überhaupt nicht, und die haben Lieder gesungen, ich weiß überhaupt nichts. Ich war kaum in dieser Gemeinschaft drin, da kam ein Reden von Gott an mich, der sagte, nimm das Geld, was du hinten drin hast, das sind 5 Mark, und steck die da vorne nachher in die Opferbüchse rein. Und alles, was ich in diesem Gottesdienst hatte, war ein einziger Kampf wegen dieser 5 Mark. Das war nämlich mein letztes Geld. Es war Mittwochabend und ich hatte noch Donnerstag, Freitag und Samstag. Ich hatte nichts in meinem Kühlschrank, gab es noch nicht. Ich hatte nichts zu essen.
Und ich hatte den Eindruck, ich stellte fest, ich muss das tun, aber ich verstehe es nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und ich weiß noch, ich bin am Schluss rausgegangen, habe diese 5 Mark da zusammengerollt und da reingesteckt und bin verschwunden. Das heißt, ich wollte verschwinden. Fängt mich die Tochter des Hauses ab und sagt, ach Manfred, du bist doch ein junger Student, du kannst doch sicher noch was von den Vespern, die wir heute Mittag übrig gehabt haben, kannst du noch mitnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe nichts mehr daheim. Ja, dann hat sie mir so 2 Packen Brote, belegte Brote mit Wurst und Käse und so weiter mitgegeben, das weiß ich noch. Dann bin ich nach Schweden gegangen, immer noch nicht wissend, was diese Führung mit meiner möglichen Frau da sein sollte. Bin jeden Abend in dieser riesen Turbinenhalle da, jeden Mittag, da hochgestiegen, wenn die Mittagspause hatte, oben auf die Leiter, um da oben meine Andacht zu machen, und war jeden Tag verzweifelter wie den Tag zuvor. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich meiner Frau zu Weihnachten einen Gruß geschickt, hat sie eine Karte zurückgeschickt, Brief folgt. Und dann hat sie mir geschrieben, tut ihr leid, dass sie mich so lange hat warten lassen, der Mann, dem sie ihr das Jawort gegeben hat, der ist dort in der Gemeinde, in die Gemeinde gegangen, hat keinen Seelenfrieden mehr gefunden und hat den klaren Eindruck, er muss ihr dieses Jawort zurückgeben, ob sie ihm verzeihen würde, der wusste von dem allem nichts und ob sie damit einverstanden wäre. Das ist sehr spannend, es war genau so. Und dann sagen manche, es gäbe keine Wunder mehr, ne? Also, wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, das dürfte er gar nicht sagen. Wie heißt das da nochmal? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Und jetzt kommt's. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ein schöner Schluss, auf den ich gar nichts mehr sage, sondern nur ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Zipperer. Danke.